Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Mario & Sonic 2014, so nennen wir es jetzt mal der Kürze halber. In diesem Gameplay-Part soll es ums Eishockey gehen. Also, diese Disziplin gehen wir jetzt mal an. Schöne Sportart, habe ich auch schon ausprobiert, macht richtig Spaß. So, wir können uns hier jetzt natürlich ein ganzes Team zusammenwählen und ich nehme da gerne Bowser. Ich hoffe, der steht dann auch gleich im Tor, weil von der Größe her, der müsste doch alles quasi verdecken. Dann nehmen wir mal, wen nehmen wir denn mal? Einen Alleskönner, Luigi, einen für den Speed. Nehmen wir mal Sonic. Und Fertigkeit, was können die denn am besten? Tricks? Ja, gut, Tricks brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich nehme dann doch noch einen aus der... Weil so toll schießen können die gar nicht, ne? Im Vergleich zu den gemixten. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich nehme noch mal einen, meinen Mii dazu, oder? Nee, komm schon, Knuckles. Noch einen von den Kraftpaketen. Ja doch, der hat auch einen recht guten Schießenwert. Den nehmen wir. Alles klar, los geht's. So, auch hier, ich überspringe wieder das Tutorial. Ich habe es ja schon ausprobiert, das heißt, Steuerung ist im Groben bekannt. Es gibt hier... erstmal die normalen Mechanismen, wie wenn man den Puck hat, zu passen, zu schießen, kleinere Tricks zu machen, wie zum Beispiel den Puck so hoch zu heben mit dem Y-Knopf und wenn man nicht im Ball besitzt, ist ihn sich zu ergattern. Und dann gibt es noch einen Spezialschuss, den sogenannten Powerschuss, den werden wir gleich noch sehen, der lädt sich auf, wenn wir hin und her passen, allerdings muss man aufpassen, der Gegner, wenn er einem den Ball dann wegschnappt, schnappt er eben auch diesen Powerschuss weg. Wenn man den aktiviert, kann man dann auf dem Gamepad eine schnelle Bewegung nach rechts oben oder nach links oben ziehen und in die Richtung feuert er dann den Ball aufs Tor. Wir werden ihn, wie gesagt, denke ich, mit Sicherheit hier auch noch im Laufe des Spiels sehen. Zwei Halbzeiten gibt's. Erste Spielzeit. Also dann, Bulli. Schnappen wir uns den Puck. Sobald er den Boden berührt, können wir zuschnappen. So, komm her, genau. So, also mit B können wir passen. Wo ist denn einer von mir? Da zum Beispiel und da. Da lädt sich dann der Schuss ein bisschen auf. Und, oh verdammt, das war nix. Jetzt aber vielleicht direkt der Schuss. Nein, schade. Ich dachte, wenn wir da spontan sind, kriegen wir das vielleicht hin. Aber jetzt ein Pass zu Luigi und... nein! Oh Gott, das war knapp. An den Pfosten dran. Manchmal ein wenig chaotisch. Das Einzige, was mir an Hockey nicht so richtig gefällt, ist, wenn man die Figuren wechseln will. Jetzt geh weg da. Dann muss man die auf dem Touchpad berühren. Also total umständlich. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Und rein damit. Oh, 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 oh. Wir haben gerade den Powerschuss. Da sehen wir ihn auch direkt. Das heißt, während jetzt diese Anzeige kam, konnte ich hier auf dem Gamepad schnell die Linie zeichnen. Und dann bang. Wunderbar. Da geht Team Bowser doch schon in Führung. Ach stimmt, ich habe eben gesagt, hoffentlich ist er da im Tor. So ein Quatsch. Wir haben natürlich Scheiger im Tor, wie immer. Das heißt, den braucht man sich ja gar nicht auswählen hier. Den haben ja alle Teams. So, vielleicht mal eine schöne... wo kommt er? Hoch zu Bowser und... ah, oh, fast eine herrliche Kombination. Das ist, was ich bislang jetzt so in dem einen Spiel, was ich gemacht habe, die beste Methode, um den PC auszuhebeln. Wenn man so nach außen runterläuft. Einer von den eigenen Leuten läuft eigentlich immer mit. Und, ja, okay, natürlich nicht, wenn man derjenige selber ist. Gerade... aber ach schade, ich dachte schon, ich schaff's sogar so. Und dann ist das eigentlich eine relativ sichere Sache. Im letzten Moment hochpassen. Oh, 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 es ist gleich schon... komm, genau, einmal den Bulli. Wir können mal auf die Tricks eingehen. Wenn man zum Beispiel zweimal schnell eine Richtung drückt, dann kommt so ein Antritt wie hier und das mit dem Hochheben. Hier, ich mach's mal mit Y. Wir haben es gerade gesehen, dann schlägt er den Puck so ein bisschen auf der Stelle hoch. Oh, 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 Mist, jetzt kommt der Powerschuss. Jetzt können wir selber unseren Shy Guy lenken. Puh, das war knapp. Also wenn der Gegner einen Powerschuss macht, können wir unseren Kameraden lenken. Und jetzt haben wir nochmal einen zum Abschluss. Und schön in die, wunderbar. Schön in die Ecke, das 3:0. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Also wie man von solchen Spielen gewöhnt ist, die CPU ist jetzt nicht unbedingt die größte Herausforderung. Aber ich kann mir vorstellen, also selbst trotzdem, obwohl die CPU keine Herausforderung ist, macht es echt Spaß. Und ich denke, gegen menschliche Gegner, sei es jetzt online oder, wie ich finde, noch viel besser, wenn sie neben einem sitzen, macht das bestimmt richtig Fehls. Vor allen Dingen, da man sich so schön aggressiv den Ball abnehmen kann, das ist eine
eine gute Sache für den menschlichen Multiplayer, gerade unter Kumpels. Wo man auch immer schön die Schadefreude hat, wenn man den anderen ordentlich umgesenzt hat. Oh, 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 Mist. Verteidigung. Habe ich eine? Oh ja, zum Glück. Knuckles war noch hinten. Oh, oh, oh. Verdammt nochmal. Das Ball abnehmen geht auch verdammt einfach, wie wir hier sehen. Man muss also möglichst wirklich dem durch Passen ausweichen. Komm schon, nach vorne zu Bowser. Powerschuss haben wir nicht. Kommt einer mit? Ach verdammt, da haben wir schon wieder. Nee, wir haben doch gar nicht verloren. Das sah gerade erstmal so aus. Genau. Da haben wir wieder unsere hübsche Passkombination. Wunderbar. Also Hockey, finde ich, ist einer, auch mit einer der spaßigsten Sachen. Und vor allen Dingen auch eine schöne Abwechslung, weil es ausnahmsweise auch mal keine Bewegungssteuerung braucht. Oh, jetzt kommt der andere nicht mit. Okay, dann versuchen wir einfach unseren Powerschuss. Mal sehen, wo steht der Scheigeil? Nach links. Jawohl. Man muss dann immer auf dem Gamepad schnell gucken, in welcher Richtung er gerade steht und sich bewegt. Aber eine Ecke gibt es eigentlich immer, die da schön frei ist, wo man reinballern kann. Also wir sehen schon, die CPU machen wir hier auf jeden Fall frisch. Kein Problem. Aber gegen Menschen umso interessanter. Haben wir schließlich beide dieselben Möglichkeiten. Ach komm schon. Wie gesagt, das Einzige, was mich massiv stört an dem Spielchen, also an dieser Disziplin, ist die Schwierigkeit, die Spieler zu wechseln. Das geht halt, wie gesagt, nicht per Tastendruck, sondern per Touchpad. Und das erscheint mir sehr erzwungen und auch total unnötig. Oh, verdammt. Da war Luigi schon zu weit. Mist, Mist, Mist. Wo spielt der denn hin? Komm schon, nehmt euch den Ball zurück, Team Bowser. Jawohl, genau, sehr schön. Und Nanu? Ich wollte doch eigentlich auf Bowser passen. Das ist manchmal ein ganz schönes Kuddelmuddel. So, ist Luigi jetzt unten? Jawohl, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und mit einem Powerschuss schön in die Ecke. Mann, 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 da kriegt man ja langsam Mitleid hier. Volle Packung. Aber gleich haben es die Gegner auch geschafft. Dann ist ihre Demontage beendet. Wir haben nämlich nur noch ein paar Sekunden Spielzeit. Mal sehen, ob wir noch einen... Komm schon, Bowser, du musst mitkommen. Ich brauche dich vorne. Na super. Ich brauche immer einen, der mitläuft. Ach ja, schade. Okay. Schönes Spiel. Schöne Disziplin. Macht richtig Spaß. Sehr empfehlenswert. Also beim nächsten Mal, wo wir gerade hier bei Schlittschuhen sind, würde ich sagen, machen wir doch nächstes Mal auch da weiter. Das heißt mit den 500 und ich glaube 1000 Meter Sprint. Gibt's, ne? Genau, Eisschnelllauf. Ja, ja, richtig, genau. 500 und 1000 Meter. Ich würde sagen, damit machen wir im nächsten Gameplay-Video weiter. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Babak. Ciao!